So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Bunker. So, was müssen wir hier machen? Ich habe keine Ahnung. Wir schauen es mal an. Wir interagieren mal da hinten. Okay, da ist eine Leiter. Können wir sonst noch irgendwo was machen? Also hier mal nicht. Also die Leiter können wir auch besteigen anscheinend. Dann machen wir das mal. Vielleicht können wir da oben irgendwas abdrehen. Ja. Kannst doch raufgehen? Nein, raufgehen willst du nicht. Das passt, okay. Wahrscheinlich muss ich noch irgendwas anders vorher machen. Also ich muss auf jeden Fall mal das Gas abdrehen da. Das ist auf jeden Fall mal nicht hier. Das wird wahrscheinlich da hinten sein. Schauen wir uns mal ganz kurz da drinnen um. Okay, da haben wir wieder ein alten Ding. Was hier drin? Ja, ich kann hier drinnen. Oh ja, da. Dankeschön. So, da können wir was anschauen. Den Computer können wir auch verwenden, okay. Anrufen können wir noch immer nirgendwo. Okay, dann verbinden wir uns mal mit dem Computer. Da drücken wir die Enter-Taste. Okay, Filtersystem rennt auf 71%. Vektor-Filtersystem ist dann auf Offline. Okay. Das heißt, wir müssen da... irgendetwas wieder reaktivieren. Vielleicht ist der Filter auch selber kaputt. Vielleicht müssen wir den da irgendwie austauschen. Das könnte ja auch möglich sein. So, hier könnte man auch interagieren. Schauen wir uns das mal an. Air Filtration Unit Check. Day 18th of October 95. 1611. Check by PJT. Main filtration unit running okay. Cleaned out and replaced filters. Check back up just to be sure. Readings are a bit high, but Frank says no need to replace at the moment. Probably just as well. I'm concerned about our stock level of filters for the main unit. We're chewing through them a lot faster than spec says, due to higher outdoor rad than expected. Frank says he'll have a word with Bishop about stocks and sorting out the backup longer term. PJ. So, okay, das haben wir auch. Dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. Und wir müssen anscheinend dann nach hinten gehen. Irgendwas müssen wir da hinten machen. Da kommt das ganze Gas raus, okay. I can't see anything. Okay, I can't see anything, okay. Aber irgendwas... Ach Gott. Was müssen wir denn hier machen? Da nach hinten, das bringt sie ja nichts. Da hinten bringt sich ja nichts. Ah! Er hat's gelesen und jetzt kann er. Okay. Jetzt kann er da rauf, gell? Und jetzt können wir das zudrehen, das Ventil, nehme ich mal an. Ja. Okay, was müssen wir machen? Okay. Einfach nur reindrücken, Button smashen. So, das haben wir. Ah, okay, jetzt ist der Raum da frei. Können wir da nach hinten gehen? Dann geh nochmal runter. Lass da ruhig Zeit. Hauptsache, du verletzt dich nicht. So, jetzt können wir da nach hinten gehen. Okay, wo können wir interagieren? Also da kommt was Radioaktives rein. Okay, da hinten. Okay, was haben wir da? Okay. Na gut, beginnen wir mal vorne. Schauen wir mal da kurz rein. Okay, hier kann ich nichts machen. Oder noch nicht. Was haben wir hier? Ah ja, Filter. Hier. Wir müssen tatsächlich Filter wechseln. Habe ich das richtig rausgehört? Okay. Okay. Dann mach mal auf. Wir müssen den alten Filter rausnehmen. Ihn reingeben, dort wo das Nuklearzeichen ist. Und den neuen Filter reingeben. Ja, okay, gut, das ist logisch. Ui, der Geigerzähler. Ja, da kommt die Radioaktivität raus.
Okay, einer davon den beiden ist halt hinnig. Machen wir mal rechts, schauen wir mal da. Vorsichtig, langsam, mit sowas spürt man nicht. Ja, der schaut ziemlich für den Arsch aus. Okay, dann bring das mal weg. Ich nehme mal an da rein, oder? Ja, jetzt können wir da interagieren. Wie es einfach reinhaut. So, die Filter waren da. Gott sei Dank haben wir das schon gesehen. The spare filters. Yo. Na, nimm mal. So, und da rein. Jo. Was anderes bleibt uns eh nicht übrig. Müssen wir den anderen Filter jetzt auch wechseln? Okay, anscheinend nicht. Das Geklicke ist weg, das ist auch so ein nerviges Geräusch. So, und wieder zumachen. Jawohl, sehr brav. Ah, macht automatisch, gut. I need to turn the pressure valve back on. Okay, also er muss jetzt wieder das Ventil da betätigen anscheinend. Schauen wir da ganz kurz rein. Zum Computer. Computer. Vielleicht sagt er jetzt was anderes. Dann macht er automatisch. Gut. Please wait. Airfilter. Da. Recovery. Valve to complete. Irgendetwas. Okay, passt. Sollte eigentlich hinhauen. Finde ich cool, dass er Floppy Disk findet. Okay. Danke. Scheint zu passen. So, wir drehen das Ventil wieder auf. Da unten, also hier können wir eh nichts mehr machen, oder? Ich hätte den Cursor schneller einstellen müssen. Das ist mir zu langsam. Gut. Greif auf. Achso, ja, da unten zuerst interagieren. Okay, irgendwas verpassiert da. Alter, fliegt da runter. Okay, Button smashen nehme ich mal an. Ui, Alter, halt dich fest. Ja, okay. Okay, was da jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Airfilter haben auf jeden Fall eine Trophäe erhalten. Schauen wir mal, was passiert. Flashback, okay. Okay, irgendwas hat er gemacht mit der Hand. Wahrscheinlich hat er sich gebrochen, zumindest bewegt er sich so. Er bewegt ihn auch nicht. Er stützt ihn. Er hat sich den Arm gebrochen, wie er runtergefallen ist. Scheiße, Herst. Wieso passt denn auch nicht auf, Herst? Na komm, rauf. Da musst du jetzt durch und nimm nur die Maske runter. Kriegst besser Luft. Ja, wir müssen noch weiter rauf. So,
Ah, der Arme. Der hat einen Schock. Und überwindet sich, dass er nicht in Ohnmacht fällt. Komm. Wieso nimmst du die Maske nicht runter? Oi. Oh, der spielt das schon gut. Ach du Scheiße. Uiuiui, das schaut echt aus. Ah, das müssen Schmerzen sein. Da rinnt ihm der Saber runter. Alter, was machst du denn jetzt? Das ist ein offener Bruch. Scheiße, sowas habe ich auch mal gehabt. Das tut höllisch weh. Das da unten am Bein habe ich das mal gehabt. Okay, Alter, du musst irgendwas machen. Ah, das schaut so arg aus. Okay, da können wir interagieren. Da können wir reinschauen. Ich glaube, das wird ihm nicht so taugen, oder? Keine Ahnung, hier können wir mal interagieren. Nimm dir das einmal. Vielleicht kriegst du durch besser Luft. Ich habe ja keine Ahnung. Was ist denn das? Ah, eh. Um Luft zu kriegen. Okay, passt. Ich habe eine riesengroße, fette Narbe auf meinem Bein. Weil mir der Knochen ausgestanden ist. Pfah, das war hässlich. Notoperiert und ich weiß nicht, was ich alles gekriegt habe. Das sind Schmerzen, das will kein Mensch spüren. Okay. Hast dich beruhigt? Alter, der Knochen muss rein. Der muss wieder rein. Oh, da rinnt's raus. Alter, was machst du denn jetzt? Alter, nein! Nein, ich möchte das ja gar nicht zumuten, aber es muss. Der Knochen muss wieder rein. Ja. She can't have had a white cell count so low yesterday and then so high today. I just don't understand it. And she's no better. Bleeding, vomiting, diarrhea, liver failure, it's got to be. It can't be radiation sickness. Look, these results. Of course it can. This place probably leaks like a sieve. It was built by the lowest bidder. No one thought there'd be a real war. I know Bishop said that we'll be safe here, but honestly, George, do you believe him? I'm sorry. No, don't worry. We've all been under a lot of pressure. Margaret, where's the Lindane ointment? Look there, top left. You and Evelyn had it for Mrs. Harrison. Yes, but there were two unopened bottles there on Monday. We have to keep on top of the stock. We can't have... What is it? Nothing. Okay. Das schaut arg aus. Er bewegt die Finger nicht mal. Okay. Er schaut rüber. Jetzt müssen wir irgendwas machen drüben. Ja, ich würde einen Stützgips machen oder irgend sowas. Aber Gips, naja, bandagieren vielleicht. Oh Gott! Ja, das. Ich fühle mit dir mit, Alter. Ja, du musst aufpassen, was du machst. Das kann so schnell gehen. So, mach da auf. Okay, was haben wir hier oben? Da haben wir was, okay. Da haben wir Verbände, okay. Er muss auf jeden Fall irgendwie. Irgendwie muss er stützen. Er darf das nicht bewegen mehr. Das darf er nicht. Okay, was haben wir da? Lindan Solution. Warning. Irgendetwas. Use only. For topical. Okay.
Do not even medical face, eyes, nose or mouth. Okay, man darf das nicht einatmen, nicht in den Mund nehmen und sonstiges. Und nicht in die Augen kriegen und auch nicht ins Gesicht spritzen, sonst kriegst du was. Okay, das ist mal nix für uns. Wir gehen zurück. Ja, ja. Das heißt da unten. Okay, wahrscheinlich nimmt er sich das da raus. Ich weiß nicht, schauen wir mal. Ja. Und den Verband, sehr gut. Alter, ich möchte das nicht sehen. Ja, er muss. Er schaut echt aus. Okay, na dann verbind dich mal. Der Cursor geht mir so am Arsch. So, weitermachen. Einfach einbandagieren, du schaffst das. Gips wäre besser. Alter, das muss so wehtun. Der spielt das urgut, der Typ. Er spielt das echt gut. So, nochmal. Macht er das zu? Nähen. Vielleicht hätte er das vorher nähen sollen. Ah, ich weiß nicht. Ich bin kein Facharzt. Aber ich glaube schon, dass sowas genäht gehört. Oder zumindest, dass es gehört zumindest desinfiziert. Der ganze Knochen ist draußen gewesen. Ich kann mich nicht mehr wieder erinnern, wie das bei mir war. Ich bin in Koma gelegen. Wie ich das gesehen habe, ich habe mir gedacht, ich stirbe, Alter, wirklich. Ich habe mir gedacht, ich sterbe. So. Beruhig dich. Und es geht gleich weiter mit Problemen. Das ist ja auch noch netter. Okay, da oben beginnt es brenzlig zu werden. Der Geigerzähler holt aus. Okay, Level 5, wir müssen zu Level 5 wieder. Die Radioaktivität nimmt ihren Lauf. So, nur nicht in Ohnmacht fallen, wir müssen raus hier. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall erst im nächsten Part. Mal schauen, was jetzt da kommt. Auf jeden Fall der Ladebildschirm. The Bunker. Broken. Eieiei. Trophäe erhalten. Radiation. Radiation? Okay, und er geht selber runter. Ja, du musst dich jetzt auch beeilen. Das ist jetzt ziemlich scheiße. Ja, du musst dich beeilen. Komm, gib Gas. Bleib konzentriert. Lenk dich von dem Schmerz ab. Es ist wichtig. Keep your damn mouth. Jen, what are you doing here? You're supposed to stay. Don't wait over dead. I was just exploring. Oh, Jen. I want that door sealed shut immediately. For Christ's sake, Margaret. Keep your little shit in his quarters before he explores the wrong place and gets us all killed. Seal that door immediately! Okay. So, der Typ mag uns anscheinend nicht. Er hat uns, ja, so auf Wienerisch heißt das jetzt wahrscheinlich Scheißkind. Da nach hinten können wir gehen und da nach vorne können wir gehen. Das wird wahrscheinlich zu sein, nehme ich an. Aber das schauen wir uns im nächsten Part an. Ich hoffe, es gefällt euch bis dato. Es ist auf jeden Fall spannend. Der Typ tut mir urleid. Machen wir ihn einen Heiligenschein. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Macht das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.